Da habt ihr euch auch das Schreien gespart, das ist auch gut. Und wir das Auf- und Abgehen, ja? Das Alberne, genau. So. Okay, das letzte ist ein schöner Song. Von wem ist er? Joe Henderson. Hey, Joe Henderson, yeah, the legend. Und der Song heißt Recorder Me. Und ich glaube, ich stelle nochmal gezielt die Band vor. Am Piano die unglaublich spielende, heute Abend Espresso trinkende Carina Peitz. Applaus. Und auf dem, also ist ja mein Favorit, das Instrument, das ist unfassbar. Auf dem wunderbaren Kontrabass der unglaublich spielende Stefan Engelmann am Kontrabass. Ich würde sogar sagen, der sensationelle Stefan Engelmann. Doch. Das ist nicht übertrieben. Nein, nicht übertrieben. Also das Intro eben, das ist der Knaller. Das will ich auch nehmen. So. Und ja. Am Schlagzeug, oder also falls man das so nennen kann, was hier aufgebaut ist, der unglaublich, der aber darauf unglaublich und sensationell Elmar Federkamp. Das hast du schön gesagt. Ich glaube, ich mache mal Instrumentenkunde mit dir. Das ist ein Schlagzeug. Okay. Und natürlich möchten wir einem Menschen, oder wir danken noch zwei. Erstmal dem Steffen, der macht nämlich ein Video und der postet dann auch irgendwie auf Lesepark. Haben wir eine Facebook-Seite? Okay, genau, mehrere. Also wir posten das Video auf Lesepavillon, ja, auf Facebook. Und Applaus für den Steffen, der aus Homburg hierher gekommen ist und macht die Videoaufnahme. Und dann müssen wir natürlich dem wichtigsten Menschen dieser Location danken. Und ich bin happy, dass wir heute gesagt haben, wir machen trotz des beschissenen Wetters, machen wir hier den Abend, weil ihr seid da, ihr seid toll, ihr macht richtig gut mit. Und wir haben es natürlich gerne gemacht für euch auch und ganz besonders einen ganz großen Applaus für Olli Häfle und sein gesamtes Team hier vom Lesepavillon. Danke. Ich bin froh, dass wir das heute Abend gemacht haben und nicht abgesagt haben. Toll. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Song, der auch gleichzeitig die Zugabe ist. Thank you.
Peter Peitz. Stefan Engelmann. Immer wieder geil. Schönen Dank. Ich darf noch ansagen, in 2 Wochen, ja, da gibt es ein neues Motto. Das heißt, Lesepavillon meets Latin. Und das ist dann draußen, hoffentlich, ja, nicht hoffentlich, ganz sicher bei schönem Wetter. Ich weiß es, in 2 Wochen. Und da kommt eine geile Band, die heißt Ethno Beat. Nur Percussion und ein bisschen Schlagzeug, aber wüst. Ja? Die Leute, also wir witzen immer, die Leute tanzen da ihren Namen. Ja? Waldorfschule, ihr kennt das. Ja? Auf jeden Fall geht das ab wie die Post. Ja? Nur Percussion, das passt zur lauschigen Sommernacht. Und in 2 Wochen Lesepavillon meets Latin. Da freuen wir uns drauf. Okay, schönen Dank an euch, schönen Dank, dass ihr gekommen seid. An alle. Und bis bald, kommt gut heim oder bleibt noch ein bisschen da, trinkt noch was. Bis bald. Emma Fiederkeil, Jazz Trio, Carina Peitz, Stefan Engelmann. Danke.